Wenn die Nacht über den malaysischen Regenwald hereinbricht, wachen manche Geschöpfe gerade erst auf. Sie bewegen sich durch die Nacht, fast unbemerkt, und schaffen eine friedliche Atmosphäre. Aber im Unterholz ist es alles andere als friedlich. Ein außergewöhnlicher Raubzug ist im Gange. Eine Kolonie von Treiberameisen ist auf der Jagd. Sie arbeiten zusammen, um viel größere Tiere zu erbeuten, denn sie haben viele Mäuler zu füttern, bis zu 50.000 Individuen in einer Kolonie. Die Beute wird durch die enorme Anzahl einfach überwältigt. Aber die Ameisen vertilgen sie nicht vor Ort. Systematisch schneiden sie ihre Beute in winzige Teile und bringen sie zurück ins Nest. Sie sind effiziente Killer, die unentwegt zu ihrem Nest zurückkehren, um den Rest der Kolonie zu versorgen. Aber was die Ameisen nicht wissen: Sie versorgen nicht nur ihre eigene Kolonie. Diebe stehlen ihre Nahrung. Es entsteht ein evolutionäres Wettrüsten. Eine Gruppe von deutschen Wissenschaftlern interessiert sich für die Ameisen. Um Aufschluss über diesen Krieg zu gewinnen, müssen sie jeden einzelnen Schritt der Kolonie nachvollziehen. Wir stehen hier vor einem Nest von Treiberameisen, das sich hier direkt unter dem Laubstreu befindet. Aber die Ameisen sind nicht alleine unter den Blättern. Diese Ameisenkolonie wird zusätzlich von einer Vielzahl an Parasiten bewohnt, die es auf die Ressourcen der Kolonie abgesehen haben. Die Parasiten werden alles vertilgen, was die Ameisen in ihr Nest bringen. Und jeder stiehlt auf eine andere Weise. Der Käfer. Sie sind Außenseiter, die in den Außenbereichen des Nests umherstreifen und auf ihre Gelegenheit warten. Die Spinne. Diesen achtbeinigen Dieb kann man innerhalb des Nests finden, wo er auf dem Rücken der Ameisen reitet. Die Schnecke. Der wohl ungewöhnlichste Verdächtige von allen. Sie mögen langsam sein, aber man findet sie überall im Nest, wo sie sich völlig unbehelligt bewegen. Aber warum lassen es diese effizienten Killer zu, dass andere ihre Nahrung stehlen? Dr. Wittes Team glaubt, eine Antwort darauf gefunden zu haben. Ein von ihnen konstruiertes künstliches Nest ermöglicht ihnen Einblick in den Kampf der Ameisen gegen die Parasiten. Wie viele nachtaktive Arten können auch diese Ameisen nur sehr schlecht sehen. Aber mit ihren Antennen verfügen sie über einen weiteren Sinn. Ameisen können sehr gut riechen. Man kann sagen, sie leben in einer Welt aus Gerüchen und kommunizieren mit Hilfe verschiedener Chemikalien. Jede Kolonie von Treiberameisen hat ihren ganz eigenen Geruch. Dadurch können sie die anderen Nestbewohner erkennen, ebenso wie ihren heranwachsenden Nachwuchs. Und genau das nützen die Parasiten für sich aus. Die Ameisen greifen die Parasiten nicht an, da sie sie nicht als Fremde oder Eindringlinge der Kolonie erkennen. Die Parasiten haben Mechanismen evolviert, um nicht erkannt zu werden. Die Evolution hat den Käfer mit einem plumpen Trick ausgestattet. Die Ameisen erkennen den Käfer immer als Eindringling und hören nicht auf, ihn zu verjagen. Dennoch haben sie einen Weg gefunden, sich zu verstecken. In den Außenbereichen des Ameisennestes, auf dem Friedhof. Hier legen die Ameisen ihre Toten ab. Und der Käfer hat gelernt, sich an den Überresten zu reiben. Durch das Baden in Ameisenkörpern hüllt er sich in Ameisenduft ein. Aber das ist nicht sehr effektiv. Wir waren sehr erstaunt, als wir in unseren chemischen Analysen Erkennungsmerkmale auf den Oberflächen gefunden haben, die scheinbar denen der Wirtsameisen gleichen. Doch interessanterweise werden die Käfer entlarvt und meistens angegriffen. So als hätten die Ameisen eine Verteidigungsmethode gegen den Trick des Käfers gefunden, wodurch sie die Kosten der Kolonie reduzieren und der Käfer gezwungen wird, sich zu verstecken. Die anderen Parasiten führen den Wettkampf auf einem ganz anderen Niveau. Anstatt an deren Leichen bedient sich die Spinne der Ameisen selbst.
Sie müssen in ständigem Kontakt mit den Ameisen der Kolonie stehen. Andauernd müssen sie sich mit frischem Duft einreiben. Durch Vergleich der chemischen Duftprofile hat Dr. Witte das Geheimnis der Spinne entdeckt. Der Duft der Spinne ähnelt dem Duft ihres Wirts sehr stark. Sie ist in der Lage, den Duft der Ameisen so nachzuahmen, dass die Spinne als Mitglied des Nests akzeptiert wird. Die Schnecke dagegen verfolgt eine ganz andere Strategie. Anhand der chemischen Analyse hat Dr. Witte entdeckt, dass die Schnecke keine Düfte abgibt, die die Ameisen wahrnehmen können, wodurch sie komplett unsichtbar wird. Es scheint so, als wären die Schnecken chemisch nicht aufzuspüren, da sie nahezu keine erkennbaren Duftstoffe an sich tragen. Mit einer perfekten Tarnung geht die Schnecke langsam ihrem Geschäft nach, dem Erschleichen von Nahrung. Jeder der Parasiten hat seinen eigenen Weg gefunden, im Ameisennest zu überleben. Aber die Ameisen haben noch ein Ass im Ärmel. Wenn der Druck auf die Ameisenkolonie zu groß wird und die Nahrungsvorräte zur Neige gehen, reagieren sie auf drastische Art und Weise. Und das passiert alle paar Nächte. Sie packen alles zusammen und ziehen los, um ein neues Zuhause zu finden. Jeder hilft mit, da der Nachwuchs getragen werden muss. Von Duftspuren geleitet, marschieren sie voran. An einigen Stellen sind Wächter positioniert, denn während des Umzugs ist die Kolonie schutzlos. Die Wanderung kann enorme Ausmaße annehmen. Sie marschieren stundenlang, bis sie ein neues Nest finden, wo sie ihren kostbaren Nachwuchs unterbringen können. Während des Umzugs müssen sich die Parasiten irgendwie den Ameisen anschließen oder sie bleiben zurück, zum Sterben verurteilt. Für den Käfer bedeutet das, der Duftspur der Ameisen zu folgen, nachdem die Ameisen weg sind. Für die Spinne sieht die Geschichte ganz anders aus. Sie krabbelt inmitten der wandernden Ameisen. Doch was passiert mit der Schnecke? Der Umzug ist viel zu schnell, als dass die Schnecke mithalten könnte. Darum bedient sie sich eines hinterhältigen Tricks. Sobald der Umzug einsetzt, beginnt sie einen Schaum zu produzieren. Plötzlich wird die eben noch für die Ameisen unsichtbare Schnecke unwiderstehlich für sie. Die Ameisen nehmen die Schnecke auf, als ob sie ihr eigener Nachwuchs wäre, und reihen sich in den Umzug mit ein. Wir glauben, dass das Signal, das die Schnecke aussendet, ein Pheromon enthält, das charakteristisch für die Brut der Wirtsameise ist. Diese wird überlistet und denkt, dass die Schnecke eine Larve sei. Die Ameisen tragen ihren eigenen Feind den ganzen Weg zu ihrem neuen Heim. Es ist ein evolutionäres Wettrüsten. Über die Zeit entwickelt eine Spezies eine Angriffsstrategie, woraufhin die andere zum Gegenangriff übergeht. Dies setzt sich immer weiter fort und eskaliert mit jedem evolutionären Manöver, angetrieben von natürlicher Selektion und dem Kampf ums Überleben.